So, nächste Folge Let's Play. Und ja, in der letzten Folge haben wir versucht, hier Valley Ghost House den Secret Exit zu finden. Das haben wir nicht geschafft. Aber jetzt leider, jetzt mag ich das. Jetzt wird's gehen. Genau, jetzt wird's gehen, auf jeden Fall. Ganzes Let's Play verschwendet und nichts gemacht. Das kann's ja wohl nicht sein. Und diesmal mache ich's mit der Drehsprungmethode, weil das mit diesen Coinblocks lenken, das führt zu gar nichts. Das bringt überhaupt nichts in meinen Augen. Also ich schaffe es nicht. Deswegen mache ich es mit Drehsprung. Sollte kein Problem sein. Und hier geht's auch schon weiter. Das lassen wir mal da. Lass man sich einmal klein machen. So. Das sollte noch ein dritter sein. Warte, pullen wir dir ein bisschen. Da. Und. What the fuck? Hab ich gar nichts gemacht. Aber einmal gestorben, trotzdem 6 Leben. Prost! Schau mal, wie lange wir brauchen dafür. Oder beziehungsweise ich, weil... Ihr macht ja nichts, haha! So. Auch blöd, dass es keine... na. Boah, Jung. Dass es keinen Zwischenstopp hier gibt in der Welt, sondern man immer die Welt von neu machen muss, das Ghost House. Aber ja, gut. Lass man sich davon nicht unterkriegen. Halt die Fresse, ey, Alter. Du... Wasch. Schau mal, nehme ich mal schon, weil kann ja dazwischen mal passieren, dass ich klein werde, beziehungsweise mich ein Gegner trifft. Und da ist ein Schammel natürlich vom Vorteil, wa? So, da drücken wir auch mal das P. Nicer, nicer. Lass man sich jetzt nicht von diesen... Jung fertig machen und kriegen ein Leben, gehen in die Tür rein. Alles nicer, nicer. Also ja, ja, das P brauche ich eh eigentlich nicht mit, aber gut. Da mache ich klein. Ich muss alle zu mir ziehen und dann kann ich springen, weil dann. Nein, sie bewegen sich nicht. Der bewegt sich. Na komm, Alter. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wirklich nicht. Ein Wahnsinn. Schon 4 Minuten. Ja, nicer, nicer. Ich glaube... Dieses Let's Play wird ziemlich ähnlich dem letzten Let's Play sein, wo ich auch nichts auf die Reihe gekriegt habe, sondern einfach nur verreckt bin die ganze Zeit. Beziehungsweise versucht habe, den Ausgang zu finden und das hat nie geklappt. Deswegen muss ich schauen, dass ich hier ein bisschen schneller werde, beziehungsweise es überhaupt schaffe. Weil mit schnell hat das ja so eigentlich gar nichts zu tun. Weil von der Zeit passt das eigentlich immer. So, den pulle ich ein bisschen zu denen. Dann pulle ich die. So.
Und jetzt drehe ich mich um. Weiter. Warum fliegt sie nicht weiter rauf? Das gibt's ja nicht. Sondern bleibt sie da stehen wie die ärgsten Arschlöcher. Alter Falter, dreh ich durch hier, ey. Ja, super, jetzt verliere ich schon das Schwammerloch. Boah, ich bin so ein guter Junge, Alter. So ein guter Junge. Komm schneller, du kleiner Marlon-Mader. Gut, das hat geklappt. Ist auch blöd, dass man klein sein muss für den Durchgang, weil da oben kommt man nicht rein, wenn man... Ja, wurscht, das war eigentlich unnötig. So. Ein bisschen mehr zu weit. Was? Warum? Warum sagen wir, warum ich da gestorben bin? Bitte, rein in die Comments, ey, Alter. Das gibt's nicht, erst. Boah, alter Falter, ey. Eh nicht anstrengend oder so. Nee, du, ganz und gar nicht. Gleich scheiß ich drauf weiter und beende das Let's Play, ey. Ja, 6 Minuten. Na, war, na, ich sag gar nichts mehr. Das Kommentar unwürdigst. Dann schaffe ich schon so welche Sprünge nicht. Ja, das wird schon. Das steht schon in einem richtig guten Omen, das Let's Play. Richtig, richtig gut, ey. Und zwar im fucking Omen, Alter. Echt ungut, was ich hier zusammenspiele. Wenn die wenigstens schneller nach oben fliegen würden, diese scheiß Ghostfuckers, aber na. Die haben ja Angst vor mir. Wenigstens kassiere ich ein paar Leben ab, ey. Obwohl ich eh eigentlich die ganze Zeit sterbe, aber... Ja, wie man sieht... Bringt sich's ja. Was ist das dadurch, dass ich eh einmal... sicher erwischt werde von den Ghosts? Mach ich das, wenn ich groß bin. Ja, jetzt! Jetzt fliegen sie! Jetzt fliegen sie! Komm, Alter, komm, halt die Gas schnell. Na komm. Ja, was habe ich gesagt? Woo! Nice, nice. Da applaudiere ich mir selbst. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich zum Let's Play noch sagen? Also Blamage hoch 10, 20. Hoch 10 und dann noch über der 10 eine 20, ey. Aber hey, schon 10 Leben. Dafür, dass ich hier immer abkratze. Ja, ich glaube, dieses Let's Play, diese Welt in den Let's Plays, wird man sicher öfter sehen. Ja, das passt. Ah, habe ich selbst nicht geglaubt, dass ich den Sprung schaffe. Okay, sind ziemlich nah beieinander. Alter, ich schwitze schon wieder, Alter. Ich schwitze wie der ärgste Wormer, Alter. Boah, ey. Na, das...
Schaut nicht gut aus für dieses Let's Play. Ich glaube, ich sollte das vielleicht weglassen. Aber ich will diesen Exit machen. Das kann es nicht sein, dass das... Dass das unmöglich ist. Das gibt es ja nicht. So, dich pulle ich ein bisschen hierher. Das lasse ich mal da. Ja, cool. Ja, kommt sie da runter. Nicht das Bedürfnis, nach oben zu fliegen. Aber ihr habt es dafür. Aber ihr fliegt mal ein bisschen in die falsche Richtung rein. Ja, und dann passiert sowas und dann denke ich mir, alter Falter. Yo, das war mal wieder das nächste Let's Play. Wieder nichts geschafft. Richtig nice. Okay, bis zum nächsten Mal, ne? Danke, Leute, und tschüss.